Burkhard Tumbub, Emma am Ende. Die Saat der Niederlagen, autobiografischer Roman. Freundlich gewidmet allen Menschen, die nach der goldenen Regel handeln. Zur Mahnung all denen, die sie missachten. Vorwort: Niederlagen sind etwas Gutes, wenn man sie überlebt. Etliche überlebt man irgendwie fast immer. Andere seltener. Mir ist das gelungen. Mit Glück, mit der Hilfe anderer Menschen, mit einigen richtigen Entscheidungen. Ich habe aus manchen dieser Erfahrungen Wichtiges und Gutes gelernt. Es gibt Menschen, denen ich dankbar sein muss, und ich bin es tatsächlich. Man könnte denken, dass ich dieses Buch auch aus Rache geschrieben habe. Und hätte recht damit. Rache ist ein garstiges Wort. Sowas sagt man heutzutage nicht mehr. Nennen wir es individuelle Psychohygiene. Es wäre billig, mich selbst als nahezu makellos zu schildern und dabei andere Menschen als böse und ungerecht hinzustellen. Billig möchte ich aber nicht werden. Obwohl ich einige Geschehnisse in meinem Leben tatsächlich als extrem unlogisch erlebt habe, als motiviert von trotziger Emotionalität und insbesondere bewirkt durch völlige Gleichgültigkeit und Ignoranz anderer. Doch genug davon. Ich hadere nicht. Wäre das alles nicht so passiert, wäre ich nicht der, der ich jetzt bin. Und den mag ich. Meistens jedenfalls. Langeweile ist mir fremd. Ich bin zufrieden, aber nicht satt zufrieden. Genau so soll es sein. Ich war mehrere Male am Ende. Oder fühlte mich zumindest intensiv so. Sucht Krankheit, Krebs, Hepatitis C, flankiert von kleineren gesundheitlichen Problemen, das sind hierzu einige der Stichworte. Aber auch die Erkrankungen anderer, nahestehender Menschen machten mir zu schaffen. Eine Ehe zerbrach de facto, jedoch nicht aus den üblichen Gründen. Meine berufliche Laufbahn begann schwierig, besserte sich sehr deutlich und brachte mich dann wieder einmal an einen Tiefpunkt. Dies durch ein erfolgreiches Mobbing von Vorgesetzten, auch Bossing genannt. Das Thema Hartz IV SGB II beschäftigte mich anschließend für lange Zeit. Nein, ich selbst musste diese unzureichenden Almosen des Staates nicht in Anspruch nehmen. Aber es gab mehr als genug gute Gründe, die mich als Mensch und Sozialarbeiter und eben auch als ehemaligen Fallmanager in einem Jobcenter dazu zwangen, mich zu einem Aktivisten gegen dieses ungerechte System zu entwickeln. Was Folgen hatte? Der negative Höhepunkt dessen wurde erreicht, als ich von meinem Arbeitgeber zum faulsten Sozialarbeiter Deutschlands gemacht wurde. Wider Willen. Und doch schäme ich mich dafür. Das alles waren Niederlagen. Aber ich lebe noch. Und im Nachhinein habe ich sie alle auch als eine Saat empfunden. Eine Saat in mein Herz und in meinen Verstand. Eine Saat kann verdorren, kann schlechte Früchte hervorbringen, oder nur sehr wenige. Ich versuche mit meinen Erfahrungen, meinem Wissen und meinem guten Willen, dies zu verhindern. Das gelingt nicht immer. Ich mache Fehler, es gibt Rückschläge und manches läuft schlicht ins Leere. Aber ich werde nicht aufhören. Was ich tun kann, werde ich tun. Auch davon berichtet dieses Buch. Einige Details in diesem autobiografischen Roman musste ich dabei weglassen, weil es sonst zu viel wäre. Manche Details habe ich aber auch bewusst weggelassen. Es gibt einige, wenige Menschen, die ich schützen muss und schützen will. Umbenannt habe ich fast alle Städte und Personen. Einige werden sich dennoch erkennen. Das ist Absicht. Dieses Buch transportiert vor allem Erfahrungen und Erlebnisse, aber auch Informationen über arbeitsrechtliche, gesetzliche und andere Missstände. Vielleicht wird ja darüber diskutiert.
Vielleicht wird das Buch zum Beispiel gar in der Ed, der rheinland-pfälzischen Kommunalaufsicht gelesen. Ich werde mein Bestes dafür tun. Ich wünsche also allen Leserinnen und Lesern eine spannende, informative und hoffentlich auch ermutigende Lektüre. Abschließend jedoch noch einige technische Hinweise, einige der Ratschläge aus der Fibel, wie schreibe ich einen Bestseller, habe ich bewusst nicht beachtet. Mehr als 2-3 Themenbereiche würden die Lesenden überfordern, so heißt es. Ich traue Ihnen und euch da aber mehr zu. So sind es hier also 4 oder 5 und es kommen sogar noch einige kleinere hinzu. Sie alle sind wichtig und ergeben erst ein umfassendes Gesamtbild. Es gibt teilweise Überschneidungen in den thematisch unterschiedlichen Kapiteln. Das betrifft zeitliche Abläufe und die Erwähnung von Lebensstationen. Diese werden dann relativ kurz und am Rande erwähnt, um eine bessere, zeitliche, Einordnung zu ermöglichen. In einigen Teilen des Buches wechselt scheinbar die Erzählperspektive. Das soll man tunlichst unterlassen, sagt hier das Handbuch. Das würde die Lesenden nur verwirren. Nun ja. Was passiert da? Ich möchte es erklären. Die Theorie beschreibt es so: Man unterscheidet zwischen 4 verschiedenen Erzählperspektiven. Die autoriell, allwissende, personell, er-sie-Perspektive, neutrale, ohne klare Erzählsituation, und den Ich-Erzähler. Im Buch wechsle ich nun an manchen Stellen von der personalen Erzählung in die Ich-Form. Es heißt also manchmal nicht erzählend: Thomas wusste, dass er etwas unternehmen musste, sondern: Ich wusste, dass ich etwas unternehmen musste. Dieser Wechsel geschieht nicht oft und nicht willkürlich. Er passiert dann, wenn Thomas etwas liest, was er zuvor geschrieben hat. Und da hat er natürlich von sich selbst in der Ich-Form geschrieben. Das ist nachvollziehbar, denke ich. Mir wurde vorgeschlagen, doch einfach alles in der Ich-Form zu schreiben. Das kann ich nicht. Einige Erlebnisse und Erfahrungen gehen mir schon in erzählender Form sehr nahe. Noch näher kann ich das nicht an mich heranlassen. Ich bitte um Verständnis. Burkhard Tumbub, MA. Staatlich anerkannter Erzieherdiplom-Sozialarbeiter, FH, Erziehungswissenschaftler. Nachwort und Disclaimer. Es ist meine Hoffnung, dass dieses Buch spannend und anregend zu lesen war. Es ist aber durchaus auch meine Hoffnung, dass es für Unruhe und Verärgerung bei gewissen verantwortlichen Stellen sorgt. Doch dazu später mehr. Zum Bereich des Persönlichen, Privaten und der Gefühle ist Folgendes zu sagen: Wer glaubt, sich oder jemanden, den er kennt, wiederzuerkennen, kann damit recht haben. Oder auch nicht. Und wer dann Einwände hat, dem sei gesagt, dass dies ein subjektives Buch ist. Aus meiner ganz persönlichen Wahrnehmung heraus. Nicht vergessen sei auch, dass dies keine Biografie ist. Es ist ein autobiografischer Roman. Kommen wir zu offiziellen Stellen, die mich nicht in den Hauptthemenfeldern angehen möchten, aber dennoch eine Revanche anstreben. Es gab da schon Andeutungen. Ich schlage vor, nicht den Fehler zu machen, mich beispielsweise anhand von Familienstandschilderungen irgendwie angehen zu wollen. Dies hier ist ein Roman. Keines ihrer rechtsverbindlichen Formulare. Fast schon als mündlich versprochen kann eine Klage wegen meiner Schilderung des Bossing, Mobbing durch Vorgesetzte, angesehen werden. Ich freue mich darauf. Nehmen Sie zur Kenntnis, dass in einigen, wenigen Punkten auch hier der Romanvorbehalt gilt, insbesondere was kleinere Details betrifft. Echte Personennamen, Städtenamen und Ähnliches nenne ich ohnehin nicht. Zu allen außerhalb dessen geschilderten Sachverhalten habe ich Belege und Beweise.
Briefe, Atteste, E-Mails, deren Echtheit ich jederzeit durch eine Versicherung an Eidesstatt bekräftigen kann, etc. So sehe ich möglichen Prozessen mit freudiger Erwartung entgegen. Selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich unterliege, wäre mein Ziel erreicht. Nämlich mehr Aufmerksamkeit für und mehr Diskussionen über Dinge zu schaffen, die so nicht bleiben dürfen, wie sie sind. Weil sie inhuman und ungerecht sind und das absolut und in keiner Weise nur mich als Einzelperson betreffend. Es sind Dinge, die kranken Menschen schaden und sie zusätzlich beeinträchtigen. Sachverhalte, die sozial benachteiligte Menschen noch weiter ins gesellschaftliche Abseits drängen. Und es sind Verhaltensweisen, die allen SteuerzahlerInnen nicht unerheblichen wirtschaftlichen Schaden zufügen. Burkhard Tumbub, MA. 2022, Mitglied bei VDE und im VDK, RS Versicherung bei Conceptef. Die Coda. Am liebsten sehe und empfinde ich Farbtöne aus dem Bereich Lila, Pink und Violett. Es ist schwer zu sagen, welche von ihnen ich am meisten mag. Aber es sind ganz wunderbare darunter. Ich rieche sehr gern Patchouli, Vanille, Zimt, Orangen und den Duft von zwischen den Fingern zerriebenem oder verräuchertem Marihuana. Ebenso mag ich den Geruch von Bratkartoffeln, Spinat, geschrotteten Nüssen und frischem Brot. Das alles schmecke und esse ich zumeist auch gern. Na gut, außer Patchouli. Lächelnder Smiley. Im Rahmen des alljährlichen Kulturprogramms Nachtwandel in Mannheim-Jungbusch besuchte ich kürzlich unter anderem eine Ausstellung des Künstlerhauses Zeitraum Exit. Überraschenderweise gab es dort auch Glückskekse zum Mitnehmen. Was ich mit einem davon dann tat. Und ich befolgte später natürlich gewissenhaft den aufgedruckten Hinweis, den Keks vor dem Verzehr zu öffnen und den enthaltenen Zettel zu entnehmen. Darauf stand: Du bist ein starker Mensch. Wie willst du deine Stärke heute nutzen? Ich habe den Zettel nicht weggeworfen und überlege eher, ihn mir einzurahmen und gut sichtbar an die Wand zu hängen. Denn ich denke, diese Frage sollte ich mir täglich stellen. Noch eine Anekdote zum Schluss. Okay. Baffinshafen hat ein eindrucksvolles und modern aussehendes Rathaus mit hochhausähnlichem Charakter. Im Laufe nicht allzu vieler Jahre wurde dieses Gebäude zunächst gepachtet, dann gekauft und etwas später aufwendig renoviert. Und nun wird es abgerissen. Aber haben Sie keine Sorge. Niemand hat je etwas falsch gemacht. Jeder einzelne Schritt war logisch, durchdacht und vernünftig. Und zum jeweiligen Zeitpunkt absolut notwendig. Ehrenwort. Lächelnder Smiley.